So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Wie immer fangen wir mit dem Einweichen des Pinsels an. Heute in meiner stylischen Vintage-Milchkanne. Gut und gerne halb voll mit Wasser, Pinsel rein. Während ich euch jetzt gleich zu dem restlichen Equipment noch was erzähle, ja, ein bisschen mehr, kann der Pinsel einweichen in aller Ruhe. So, Hauptdarsteller ist ein Hermann Zeiss Neo Lux. Das Besondere ist, man sieht es, er ist schräg. Jetzt fragt sich der ein oder andere, warum? Ist eine schlechte Idee, kann man sich mit schneiden. Habe ich schon hinter mir. So, Sinn hinter diesem schiefen Griff ist eigentlich das entspannte Arbeiten. Da hat sich einer gedacht, wir passen das Werkzeug an unsere Hand an. Natürlich geht es auch für Linkshänder. Also ist es deutlich angenehmer, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber man kann sich dran gewöhnen. Es ist echt nicht schlecht. Dazu kommt noch eine andere Besonderheit. Der Kopf hier ist nicht geschraubt. Der hat einen Verschluss zum Auf- und Zuschieben mit einer kleinen Feder. Man sieht hier diesen Wölbung. Ist dann einrastet, zieht die Feder stramm. So, das soll es erstmal zu dem Rasierer kurz gewesen sein. So, betrieben wird er heute mit einer Ladas Super Stainless. Mal gucken, wie sie sich da drin macht. Als Seife kommt heute meine New Zealand Blues Soap Shaving Soap zum Einsatz. Die hatte ich schon mal in einem anderen Video. Die hatten einen Eukalyptus Touch. So, als Lügendetektor für Rasurbrand der Fagulda Handstick und als Aftershave heute das White Water. So, dann wollen wir mal loslegen. Den Deckel der Seife mal beiseite. Mit der Seife mache ich mal auch eine kleine Einweichtherapie. Ich habe da jetzt mit dem Pinsel ein bisschen Wasser drauf geträufelt und lasse die hier eben noch stehen. Solange wie wir diese süße scharfe Maus hier auspacken. Tada. Die Klinge ist frisch. Ich habe, nachdem alle Rasierklingen ihre 3 bis 6 Rasuren drauf hatten, den kompletten Schrank leer gemacht. Ich habe da alle Rasierklingen innen im Spiegelschrank drin. So, jetzt nochmal eben kurz zur Klinge. Der wird ähnlich geladen wie halt die Schraubkandidaten. Klinge rein, das Rückteil drauf, festhalten, Rasierer rein, Klick. Das war's gewesen. Auch hier kann man sich mal den Klingenspalt angucken. Die guckt da schön raus. Gut, Papierchen beiseite, Aftershave beiseite. So, jetzt geht es an die Seife. Wie gesagt, ein wenig eingeweicht. Hier ist so ein bisschen Wasser drauf. Kann man sich mal rechts und links gepflegt auf die Wange schmieren. Naja, ist nicht viel, aber. Wenig hilft auch nicht viel. So, wie des Öfteren schon erwähnt, der ist jetzt relativ trocken. Fangen wir mal an. Der Pinsel ist aus der 60er. Den habe ich von meinem Nachbarn geerbt. Und der hat ihn eigentlich von seinem Vater geerbt. Und der hat den schon 20 Jahre nicht benutzt. Ist ein ziemlich schlankes Gerät. Eine Schweineborste, jetzt nichts Besonderes. Garantie, reine Borste, vulkanisiert. Also, wer mir dazu das ein oder andere sagen kann, gerne unten in den Kommentaren auf Facebook, Twitter und sonstige Social Media Kanäle, auf denen ich vertreten bin.
sieht, schäumig in einer Art und Weise. Ich sag mal so eine Mischung aus Schäumen in der Dose, wobei das hier in diesem kleinen Ding nicht wirklich gut geht. Und Aufschäumen im Gesicht. So. Soll jetzt erstmal eine Seife reichen, vielleicht noch einen Schluck Wasser dabei. So, wie ich gerade schon in der Trockenübung angedeutet habe, der größte Fehler ist es, den Rasierer gewohnt mit dem Griff gerade nach unten zu halten. Weil er schneidet dann, das Spielchen habe ich leider schon hinter mir. War nichts Wildes, aber tut halt weh. So, erster Durchgang mit dem Strich. Ob zwei oder drei Durchgänge wird gleich kurzfristig entschieden. Man muss natürlich zugeben, bauartbedingt. Also wegen dem schiefen Kopf kann man jetzt hier den Rasierer schwer hin und her drin. Sicher kann man, man wird sich jetzt, aber ich sag mal, mehr verrenken, wie dass es sinnvoll ist. So, das war der erste Durchgang. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Pinsel. Da ist jetzt noch einiges drin. Ich habe schon mal vorsichtshalber die Seife. Viel hilft viel. Ich weiß, es ist ein dummer Spruch, aber ich muss jetzt noch zu dem hilft viel hilft viel, muss ich noch sagen. Ich für meinen Teil habe beim Einseifen festgestellt, so wie jetzt, viel Schaum ist zwar schön und gut, aber der ist ziemlich dick. Da ist der Gleiteffekt nicht so toll. Oh, viel Wasser macht auch den Gleiteffekt hinüber. Deswegen muss man da schon ein gutes Mittelmaß finden. Irgendwo so zwischen Wasser und Seife. Ich weiß nicht, kann man jetzt auch pauschal nicht sagen, irgendwie ist ja jede Seife auch ein kleines bisschen anders. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern. Aber wenn einer jetzt etwas schlechtere Rasurergebnisse hat oder mit einer neuen Seife rasiert hat und ist dann nicht ganz so glücklich mit, vielleicht mal wirklich einfach ausprobieren. Mehr Wasser, deutlich weniger Wasser, wie gewohnt. Vielleicht kommt das dann ja zum erhofften Ergebnis. So, zweiten Durchgang. Ja, zwei Durchgänge plus Putzen. So, mal die ganze Sache andersrum betrachten.
Man könnte jetzt auch als absoluter Rechtshänder hergehen und die Klinge einfach wenden. Würde natürlich genau denselben Zweck erfüllen. Aber zumindest ich für meinen Teil möchte in dem Rückhand oder mit dem Linksrasieren ein bisschen mehr Übung reinkriegen. So, jetzt haben wir den ersten kleinen Nick. Und selber schon überleben. Gab schon schlechtere Tage. So. Soweit dazu. Der Neolux ist in seiner Art und Weise, ich sag mal, recht einzigartig. Ich habe noch einen ähnlichen Rasierer gesehen, das müsste ein Fasan gewesen sein. Der hatte unten eine Kugelaufnahme, da konnte man dann relativ stufenlos den Winkel vom Griff verstellen. Aber ich meine, bis auf dieser, ich meine Fasan war es, und der hier ist mir keiner bekannt, der halt nochmal so einen 45 Grad Winkel hat. Ist halt, ja, nett. Kann man haben, wenn man drankommt. So, wie angesprochen, da ist Putzen. Einmal mit der nassen Hand. Hier ist noch stoppelig. Ein bisschen. Da. Der Kehlkopf mal wieder. Das mal wieder. Der ist fast immer. So. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, ich pinsel nochmal alles ein. Halt eigentlich. So, jetzt habe ich hier schon mal ein bisschen vorgesorgt. Jetzt kann man daher gehen. Mein Pinsel hat jetzt hier nicht so das Volumen, aber ist schon schön. Der ist jetzt leer. Spielen wir mal ein bisschen Raum schlagen. Also, da bleibt schon einiges. So, jetzt linke Hand Schaum drauf. Rechte Hand trocken mit Rasierer. Jetzt kann man hier so schön mit der einen Hand füllen. Mit der anderen den Schaum verteilen. So, rechte Gesichtshälfte wird für gut befunden. Gerade so wie jetzt bei diesen routinierten Arbeiten muss man schon darauf achten, dass man den Rasierer nach wie vor etwas gewinkelt hält. Na?
desto fester. Aufgedrückt. Hier blutet es ein wenig. Wie gesagt, da war ich wohl ein wenig zu nah zu mir selber. Ja. Ein bisschen mehr Zeit lassen, hätte dieses Problem wahrscheinlich gar nicht erst entstehen müssen. Immer nur leicht mit dem Rasierer über die Haut, am besten so gut wie keinen Druck ausüben. Man sagt immer, von oben sollte der Kopf der einzigste Druck sein, also dieses Gewicht vom Rasierer, der einzigste Druck gegen die Haut sein. Ein beim Ziehen von unten lässt sich ein wenig Druck auf die Haut nicht wirklich vermeiden, finde ich. Aber gut, weil hier zu viel ist gut. So, ich tauche da mal hin ab. So, soweit das. Wie angekündigt, der Alarm. Vielleicht das White Water. Freut mich schon drauf. Das ist das erste Mal pure Anwendung. So, ich nehme nochmal Milchkännchen. So. Na? Links okay. Da auch okay. Mal der kleine Cut. Ja, wie zu erwarten hier. So, das soll es mit dem Kollegen schon gewesen sein. So, wie zu erwarten, hier unten die Ecke, die gerade rot gepunktet war, brennt natürlich. Kann man jetzt nichts großartig gegen machen. Außer beim nächsten Rasieren nicht so fest aufdrücken. So, White Water. Das ist mein zweites von der Firma. Und ich muss sagen, einfach nur geil. Gut, das Abends ist, wollen wir jetzt nicht übertreiben. Jetzt nennen das Aftershave ist schlafen gehen. Ein bisschen doof, aber ach, man gönnt sich ja sonst nichts. So. Das war es soweit von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso könnt ihr unten ein Abo dalassen. Das wäre auch eine tolle Sache. Dann bekommt ihr automatisch immer die Info, sobald was Neues von mir erscheint. Zurzeit im Wochentakt. Jeden Samstag, 17.30 Uhr, macht's ping. Gibt's Neues. So, wollt ihr das als Erste wissen? Wie gesagt, lasst das Abo da. Dann bekommt ihr als Erstes die Meldung. Ansonsten auf den Social Media Kanälen, Facebook, Twitter und ja, wie heißt das mit den Bildern? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Genau. Fällt mir gerade echt nicht ein. Wie heißt das nochmal? Warte mal, ich guck mal. So, fertig geguckt. Instagram endlich. So, wie gerade schon erwähnt, wollt ihr beim Abo auf den Laufenden bleiben,
nehmt das Abo. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, das sind so die drei großen Kandidaten, auf denen dann kurz nach Veröffentlichung des Videos das auch Ping macht. Spätestens da bekommt ihr dann die Info. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf bald!